Servus und habe dir den herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinschaut. Es ist wieder soweit. Wir zocken wieder eine ganz gemütliche Runde Medieval Dynasty. Genau, aber bevor wir loslegen, holt euch was zum Trinken, macht es euch gemütlich, es geht rund. Genau, wir haben wieder Frühling und das Haus hier fehlt. Das haben wir in der letzten Folge abgerissen. Hier unten haben wir jetzt noch eins hingebaut. Und da stachselt einer auf. Schaut mal, da kommt Besuch vom Kleinen. Da kommt einer. Guten Morgen. Ja, habe der. Na du? Da stachselt jemand. Die Lamberta. Na? Sehr schön. Da poppelt unser Kleiner schon wieder im Sand. Hey, Pippin. Cool. Dann lasst uns mal schauen, was hat sich denn getan? Wir haben zwei Schwangere und hier müssen wir mal schnell schauen. Beruf, Mutter, Tierzüchter. Oh, ja genau, wir haben ein Event gehabt, es gab eine Hochzeit und deswegen Party on. So, wir haben... Oh, die Grümmel da und die Iwalda. Die beiden sind wieder frei. Das heißt, die Grümmalda. Komm, mein Gutste, jetzt geht's auf in die Scheune. Frei, hierher, als Landwirtin. So, dann hätten wir das einmal gegessen. Dann haben wir hier oben noch die Iwalda. Die ist Abbau. Und ich denke, Grabungsschuppen, genau. Auf geht's. Grabungsschuppen. Bergarbeiter. So. Sehr schön. Genau. Dann arbeitet nämlich die hier wieder mit dem Osmund zusammen. So. Die Frage ist jetzt, wen habe ich jetzt gerade? Hier, die Grümmalda. Die war hier Farmer 1. Genau, Farmer 1.1. Die arbeitet jetzt in der zweiten Scheune. Das ist aber nicht so schlimm, ob in der ersten oder in der zweiten. Das ist prinzipiell einmal egal. Aber es läuft. So, dann schauen wir mal. Wir haben genug zu trinken. Das Essen wird ein bisschen knapp. Da müssen wir mal gucken. Wir müssen nämlich schauen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Zwiebeln. Die Zwiebeln sind irgendwie zu wenig. Oder wir verkaufen zu viel Zwiebeln. Das können wir auch noch mal schnell schauen. Zwiebel. Blablab. Genau, wir haben dann in der Gewinnung in Brunnen niemanden, das ist egal. Hier haben wir anscheinend irgendwo in der Tierhaltung haben wir den Schweinestall-Defekt. In der Produktion fehlt in der Näherei jemand. Ja, gut, das ist klar. Dienstleistungsmäßig sind wir nur am Nahrung verkaufen. Und die Lager sind gut. Genau, hier haben wir schon Nahrungsmittellager 3, Materiallager 2. Da müssen wir gucken. So, hier geht schon mal der Punk. Dann würde ich sagen, was wollte ich denn? Genau. Ich wollte gucken. Jetzt machen wir erstmal den Schweinestall. Wir reparieren den Schweinestall. Jetzt passt es mal. Vielleicht brauchen wir dort wirklich nur Stöcke dafür. Aber ich glaube, wir brauchen mal wieder. Das sehen wir jetzt gleich. Ah, nee, ich glaube, hier guckt's. Ich kann es schon sehen. Wir machen hier mal Plus. Da ist er. Der defekte Schweinestall. Schweinestall. So. Außerdem müssen wir Steuern zahlen. Oh, da ist er auch noch hin. 2, 1, zack. Sehr schön, ist der wieder repariert. Schön. Super gut. Genau, wir könnten nochmal gucken. Und zwar, bei den Tieren hat sich denn da schon was getan. Bei den Rindern haben wir noch nichts. Bei den Schafen haben wir das eine Lamm. Das bleibt. Bei den Gänsen, bei den Schweinen haben wir 2, 3 Ferkel. Und ein Eber. 2 Eber. Der Eber hier muss weg. Der ist schon 5,5 Jahre alt. Den werden wir verkaufen. Bla blups. Sehr schön. Und hoppala. So. Das war jetzt nicht der Plan. Jetzt haben wir mein Headset abgehauen. So. Genau. Dann schauen wir mal bei den Gänsen.
Da haben wir eine Gans, eine Ganter, noch ein Gänseküken, eine Gans. Das ist gut, das lassen wir. Ich würde hier nur einmal die Gutste hier verkaufen. Und bei den Hühnern, oh, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber wir haben viel zu viel Hähne. Wir verkaufen jetzt hier einen Hahn und noch einen Hahn. Und den kleinen hier ebenfalls. So, dann haben wir hier wieder Platz. Wir sind jetzt bei 5.900. Da ist richtig Dampf im Kessel. So, unser Esel ist mittlerweile 6,5 Jahre alt. Wie alt wird denn der? Wie alt werden denn die? 31. Ja, da meiner Zeit. Gut. Dann läuft es. Dann hätten wir das. Und der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir schauen mal, ob wir Quests haben. Wir haben Branika, Tutki, Reunika. Und Lesnica wahrscheinlich auch in. Nein, Honigkar doch auch. Jeserika ist hier der Herold da. Da möchte ich aber eigentlich nicht hin. Und wir müssen natürlich einen Sambor noch machen. Irgendwann wird es uns da auch mal erwischen. So. Aber jetzt gibt es erstmal Steuern zu zahlen. Und zwar sind wir hier bei 12.900, fast 13.000 Steuern. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Aber wir haben ja gut gerüstet. Wir haben jetzt hier 6.000. Brennholz haben wir auch noch. Das habe ich nochmal nachgebaut. Das war echt ein bisschen wenig. Oh, Dung ist gut. Dünger ist noch besser. Da werden wir ja noch ein bisschen unter die Arme greifen. Jetzt schauen wir aber mal, was wir mit den Leinsamen machen. Leinsamen, Leinsamen, Flachs. Wir haben noch Flachs. Flachshalme haben wir einen ganzen Haufen. Hafer schaut gut aus. Aber da müssten ja die Leinsamen auch gut ausschauen. Kalkstein sind 35, da können wir dann auch weitermachen. Leingarn, Leingewebe, Mehl, Leinsamen hier. Oh yeah, 3.500 fast. Wir brauchen, oh, ich muss nachgucken. Ich glaube 750 oder 650. Wir schauen mal schnell. Wir glaube, ich brauche 650. Uiuiuiui. Wir haben sortiert nach Feldgröße, rote Beete, Zwiebeln, Mohn, Weizen, Weizen, Weizen. Ich glaube, das ist alles angepflanzt. Flachs hier mal 100, 200, 300 sind es 500, 640, 640. Okay, gut. Das heißt, Leinsamen. Wenn wir hier 640 brauchen, dann nehmen wir 2500 mit. Nee, 2800. Schaut euch das an. 2800. Wir können 2800 Dinger verklöppern. Leinsamen. Das ist doch mal gigantisch viel. Das mal 5. Wir sind stinkend reich. Stinkend reich. So. Roggen. Roggen haben wir auch noch viel genug. Stroh haben wir auch noch viel genug. Weizen. Oh yeah. Weizenkorn können wir auch ein bisschen was verhökern. Ich würde da mal fast 1000 mitnehmen. Denn das nächste Weizenkorn wird ja jetzt dann eh fertig. Das war zu viel. 9876543210. Blub. Gigantisch. Also das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. So. Dann würde ich sagen, jo, ganz ruhig bleiben, mein Gutster, ganz ruhig bleiben. So. Lebensmittel. Wir müssen mal schauen, wie es jetzt ausschaut hier mit Lebensmitteln. Die Beeren werden jetzt schlecht, das ist aber nicht so schlimm. Das gebratene Fleisch hier hat es auch fast hinter sich. Wir haben noch Kohlsuppe, ein bisschen was. Rote Beete-Suppe und sowas, das können wir dann alles mal herrichten. Da müssen wir echt, echt Obacht geben. Aber was noch viel interessanter ist, ist unser Hexenstübel. Jetzt pass mal auf. Die Kräuterhütte. Mein Gutste. Wir schauen jetzt einmal. Ah ja, die arbeitet ganz brav dahin. Das ist gut. Zum Trinken haben wir.
Zum Essen haben wir auch. Jetzt ist nur die Frage, wie schaut es denn in unseren Dienstleistungen aus? Was verkauft denn der eigentlich alles? Okay, Pflaumen, Ei, rote Beete, Kohl, Karotte, Honigwaben, Eintopf, Zwiebel darf er nicht verkaufen, die müssen wir verbraten. Genau, passt alles. Eimer mit Wasser, die könnte man nicht auch verkaufen. Ja, ist ja wurscht. Ist egal. Wir gehen jetzt erst einmal Steuern zahlen. So, mein Gutster, komm, auf geht's. Jolly. Jolly Jumper 2.0. Rauf mit dir. So, wir gehen jetzt. Du trägst zu viel, ich weiß. Raus hier. Und wir haben ja noch Steine ohne Ende, die wir noch verkloppen müssen. Schaut mal. Da werden wir uns dann einmal langsam aber sicher drum kümmern. Denn, ihr wisst ja, ein bisschen Steinmauer hat noch nie geschadet. So, aber jetzt geht es erst einmal zum Steuern zahlen. Hopp. Sehr schön. Das könnte ja glatt was werden mit der Pferdezucht. Wenn ich mir das so überlege, 5 mal 2.800, das sind auf jeden Fall mal fast 12.000. Da müssen wir fast nochmal schauen. So. Doch noch nach Hornika rüberreiten. Da sitzt, wer sitzt da? Ui, ja. So. Da haben wir mal das erste, ich würde jetzt sagen Opfer, aber... Sag mal deine Waren. Ja. Gleich bist du sowas von pleite. Tada. Pleite. Null. Die hat wirklich null. Null ist gut. Mach's gut, mein Gutste. Haben wir hier noch irgendjemanden sitzen? Nö. Gut, dann gehen wir zum Edwin. Oh. Da ist der Unigost, der heute Bazi. Ich glaube, wir können unsere Steuerlast eh noch nicht zahlen. Da müssen wir noch ein bisschen was verkaufen. Edwin, bist du da drin? Bester Edwin. Edwin! Bettere! Mein Bester, du brauchst Leinsamen. Leinsamen ohne Ende. Sehr schön. Lebe wohl, mein Gutster. Have a good day. Oder so, ne? Dann. Auf, ab in die Küche. Und dann zu unserem Besten hier oben zu den... Hallo. Das ist sehr schön, wenn deine Waren nicht enttäuschen. Meine auch nicht. So, et voilà. Mach's gut, mein Gutste. Und weil es so schön war. Hopp. So bin ich. Ja, habe der die. Wir kennen uns jetzt schon, gell? Das glaube ich dir sofort, aber. Du bist pleite und mir reicht's Geld noch nicht. Und ich sehe. Tatsache, schaut's einmal. 11.800 und ich muss 13.300 oder was zahlen. Ich muss mit meinem Pferd rüber nach Orovo, um da noch ein bisschen was zu verkaufen. Die sind schon wieder pleite. Das gibt's ja nicht. Da sitzt nicht noch irgendwas rum. Nee. Das sind alle. Wir haben hier keinen Schmuckhändler oder so. Nö. Okay. Gut. Mein Gutste. Wiederschauen. Unigostli kommt noch gleich, gell? Also brauchen wir ein bisschen. Muss jetzt noch ein wenig, ne? Bin gleich wieder da. So, darüber, dadurch. Ah ja, das haben sie angepasst. Jetzt ist es wirklich richtig langsam. Jetzt glaube ich, werden wir fast, wenn wir außen rum reiten, schneller. Aber das ist okay. So, raus mit dir, Sodala. Dann kann man hier noch unsere Waren verhökern. Waren verhökern. Ich hoffe, ich darf jetzt. Jawohl, ich darf hier rein. Albo. Howdy, Partner. Pass mal auf. Jo. Deine hochqualitative Sache ist super. Jetzt bin ich zumindest mal so weit, dass ich meine Steuern zahlen kann. Also. Das ist für echt nicht ohne. Jetzt, wenn wir da noch bei Heisel waren, dann haben wir bei so viel Geld, das wir zusammenkratzen müssen, dass ich nicht weiß, wie ich es ausstellen soll. Jetzt passt mal auf. Die Lorelei, hallo. Ah, Konrad. Na, Harald. Harald. Ah, nee. So. Da ist die Ida hinten, denke ich, oder? Ist das die Ida? Na, Inga. Inga, Ida, also passt das Gleiche. Jo,
Pass mal auf. Wir verkaufen dir ein wenig was. Jetzt haben wir bei 15. Mach's gut, mein Gutste. Jetzt sind die mal alle pleite. Das heißt, wir müssen sowieso jetzt mal schnell Steuern zahlen. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt hört das einmal an. Fast 13.000 Steuern. Aber gut. Ich meine, hey. Ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. Also reibt man aber außen rum, denn da haben wir auf jeden Fall schneller mit unserem Hotelhü. Wahrscheinlich liegt da noch was und ich halte an. Ne, da liegt nichts mehr. Okay, ab durch die Mitte. Blam, blam, blam. Sehr schön. Okay. Dann zahlen wir mal unsere Steuern. Jetzt bin ich mal gespannt. So, ho, ho. Wo ist er denn? Da ist er, der Pazzi. Halt. Unigast. Alter Strizi. Geh mal her da. Hier. Unigastl. Hier. Hallo. Bist du gekommen um meine Steuern? Ja, ich bin gekommen. Unfreiwillig. Aber ich bin da. Gut. Wunderbar. Wiederschauen. Oh Mann, ey. So. So, mein Hengst. Was machen wir mir jetzt? Ich glaube, wir puckern einfach mal die ganzen Quests ab. Schauen wir mal, was wir schon wegbringen können. Aber alles mit der Zeit. Alles mit seiner Zeit. So, hoppala. Gut, so, machen wir langsam. Wo müssen wir denn hin? Also. Baranika, Tutki, Rolnika. Wir gucken mal. Borovo ist jetzt pleite. Dann geht es jetzt hier auf nach Baranika, Baranika, Baranika. So. Brum, brum, brum. Los, los. Genau. Also wir holen uns jetzt hier mal ein bisschen was. Dann würde ich sagen, also rein questmäßig, werden wir dann einmal ganz geschmeidig unseren einsamen Jäger in der Ecke mal unter die Lupe nehmen. So. Ja, hoch. Sehr schön. Top. Gefällt mir. Dann beim Geld einsacken, denn ich möchte ja eine Pferdezucht. Und zwar am liebsten wäre mir so ein grau-schwarzes Pferd, also eine Stute, wie wir sie jetzt mit dem Jolly schon haben. So. Komm mal her. Oh, ist das wieder so eine Kinderquest? Bist du der Questler? Ja. Ja, warte mal, wie kann ich dir helfen? Was denn weiter? Also, nichts dagegen. Ich werde meine Freunde bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Ich bringe dir, was du willst. Was haben wir denn? Was möchte denn der Kleine? Genau wie Papa. Eine Steinaxt. Oh, die kann man der Bauer. Jetzt pass auf, das haben wir gleich. Balim, balim, bam, pim, pim, pim. So, hier noch ein paar Stöcke. Ich glaube, das 10 Stück haben wir da. 8, 9. 10. So. Und jetzt bauen wir noch ein paar Steine. Also wirklich ein paar. Komm mal her. Wo haben wir denn da Steine? Okay. Du musst irgendwo ein Storzeichen legen. Ah, da ist einer. Ein Stein. Schauen wir, ob wir es schon bauen können. Nee, mir fehlt noch ein Stein. Ja, Stein. Dann haben wir nämlich die Steinaxt weg und das Quest abgeschlossen. Sehr schön. So. Auf geht's. Ab Richtung Heimat. Also, das heißt, hier zu unserem Knipsler. Ja, jetzt pass auf. Hier, da ist deine Steinaxt. Wiederschauen. Mach keinen Scheiß damit, gell? Genau wie Papa. Sehr gut. Dann, stopp. Hier wollten wir was verkaufen. Wo sind denn hier unsere Händler? Also, hier haben wir mal einen. Na, der Lech ist kein Händler. Das ist nur Holzmann. Hier. Da drin, da drüben, da dran, da drum. Hier. Nee. Da nicht. Wo ist denn unsere Kräuterhexe? Die, glaube ich, ist drin, gell? Ups. Komm. Ich komme ja nicht durch. Jetzt. So. Kräuter. Ah, das ist der Kräuterhexer. How can I help you? Whatever. Whatever I need, ja. Das ist sehr gut. Ich habe ein bisschen Pulver, das ich brauche für dich. So,
Wir haben immer noch 700 Leinsamen. Goodbye. Goodbye. Wir klappern jetzt mal alle ab. Man könnte natürlich auch Leinsamen verkaufen. Über die Händler. Aber das macht einfach viel zu viel Spaß. Ist da noch irgendein Händler dabei? Nee. Ich glaube, die nächste Händlerin ist da oben. Und da unten haben wir sonst nur ihn hier. Und... Nö. Das ist die einzige Händlerin hier oben noch, ne? Komm, wir gehen einmal weiter. Jolly, auf geht's. Du trägst zu viel. Ja, das wissen wir. Wir navigieren einmal da hoch. Schau mal. Alle ab. Ich war eigentlich der Meinung, hier gibt es noch einen Landwirt. Aber den bin ich wahrscheinlich falsch gewickelt. Hallo, Alina, habe dir die? Ja, das finde ich toll, dass du gute Guts hast. Ich habe auch ein bisschen was und du bist pleite. Wiederschauen. Danke. Das ist natürlich echt nicht schlecht, dass sich dort Geld verdienen lässt. Ab nach Borovo. Borovo sage ich, ab nach Branica und dann weiter Richtung Putki. So. Sehr schön. Auf. Zum Eierkauf. Nö. Zum Verkauf. So, dann schauen wir halt mal halblang. Jo, ganz ruhig. So. Hier haben wir auf jeden Fall auch wieder eine Quest. Ich muss noch gucken, wo. Wer verkauft denn hier was? Der verkauft was. Pass mal auf. Bogdan. Der Bogdan. Ja, kein Bockmann. Der Bogdan. So. Leinsamen. Wiederschauen. Abidere, lebe wohl, aber lebe. So, dann machen wir hier die... Ist da herin nur jemand, der was verkauft? Nö. Ach, hier komme ich wieder. Doch, diesmal bin ich genau reingehupft. Da haben wir deine Waren. Hier. Schau mal. Blub, blub, blub. Und ich kann endlich anfangen, Weizenkorn zu verkaufen. Wir haben schon wieder 7000. Das freut mich. See you also soon. Bis bald. Hier war sonst keiner, gell? Nee. Wir haben doch hier eine Quest. Haben wir hier eine Quest? Nee. Nee, in Tutki haben wir eine Quest. Aber hier haben wir zumindest mal alles verkauft. Dann geht's auf nach Tutki. So. Sehr schön. Hallo Hase. Eigentlich muss ich jetzt nicht mehr jagen, außer das, was in den Quests kommt, denn ich habe alles gejagt, was es zu jagen gibt. Also jedes Tier ist einmal gejagt worden. Hier durch den Birkenwald. Ganz knapp vorbei. Eieiei. So. Stopp mal. Bist du der, der einen... Ja, du wirst wieder einen Bogen brauchen. 100 Pro. Habe ich einen Bogen überhaupt noch dabei? Ich glaube schon. Habe Dere. Raimund. Ja, mir geht's gut. Und du? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was gibt's? Ich habe die Jagd zu gehen, aber mir fehlt die Ausrüstung. Sicher, wird nicht lange dauern. Schauen wir mal. Oh, da schwitzt er, gell? Da schwitzt er. Zeit zum Jagen. Recurve-Bogen. Ich glaube, ich habe noch einen Eipackel. Habe ich noch einen? Jupp, wir haben sogar noch 4. Gott sei Dank habe ich da einen Recurve-Bogen. Schau mal. Hier. Ich bin der fahrende Händler. Und... Viel Spaß. Sehr gut. Auf geht's. So. Dann tucken wir da rüber. Da haben wir jetzt die Esel. Esel. Wir verkaufen dir jetzt alles, was geht. Zeig mir deine Mann. Ja, ich bin wieder da. Ja, du bist wahrscheinlich schon da gewesen, bevor ich überhaupt gerade erschauen können. Aber das ist mir egal. So, und jetzt pass auf. Wir kaufen uns jetzt, mach's gut, ein weibliches Fohlen. Hier, geh in den Stall. Hä? Ich würde dich gerne... Stall. Ah, hier haben wir's.
Nö. Nö. Ich weiß es nicht. Nö. Pass mal auf. Ups. Nicht hauen. Ich werde mir keinen Esel kaufen. Ich werde mir keinen Esel kaufen. Ganz im Gegenteil, ich werde sparen auf ein Pferd. So. Gut. Dann auf nach Geld verkaufen. Lesnica. Rolnica und Lesnica. So. Dann haben wir nämlich jetzt dieses Quest auch schon abgeschlossen. Das geht ja wie Butter, ganz geschmeidig. So. Darüber. Und hoch. So muss das laufen. Oh. Hopp. Feld der Steine. Jupp. Ja. Ohne Ende Steine. So muss das sein. Genau, dann würde ich sagen, machen wir hier dieses Quest auch gleich noch. Gucken wir mal, dass wir weiterkommen mit unserem Geld. Also momentan, ich glaube, dass wir fast 20.000 jetzt verdient haben. Mal hier runter. So, wir haben einmal hier, ihn hier, da können wir was verkaufen. Na gut, der Oleg? Na, der Oleg ist es nicht. Da, hier. Er hier, genau da. Welcome, Stranger. Only goods of the highest Pleite. So, aha, 10.000. Ich denke, wir können Steuern zahlen. Und, boah, das wäre der Wahnsinn, das wäre der Wahnsinn. So, jetzt gehen wir noch zu unserer Kräuterhexe rein. Ich glaube, das ist eine Kräuterhexe. Kräuterhexe, Kräuterhexe. Da ist sie. Oh, die klemmt, die hängt fest, die will da rein. Jo, ich bin wieder da. Ich habe hier Fleisch gekriegt von einem Jäger. Das können wir eigentlich auch verkaufen. Ah, langsam aber sicher lichtet sich das Ganze. Das Wollgarn. Auch weg damit. Nee, nicht genügend Münzen. Mach's gut. Pass auf, haben wir denn nicht noch jemanden da, der was verkaufen will? Also er hier, denke ich, hat wieder das Problem. Oder sie hier. Mein Gutste. How do you do? 61. Aha, kann ich dir bei was helfen? Was denn? Musst du meine Familie ernähren? Das kriegen wir hin. Wahrscheinlich habe ich mal wieder keine Beeren eingepackt. Halt. So wie sie es gehört. Eine Beere und sechs Fleisch. Ja, du verkaufst das Fleisch nicht. Aber die Beeren kriegen wir hin. Da müssen wir nochmal her. So, aber. Mein Hengst, du trägst zu viel. Wir tuckern jetzt da mal rüber. Erst runter ans Wasser und dann entlang. Denn ich möchte nicht den Wölfen begegnen. Und die sind in diesen Breitengraden leider anwesend. Ich hoffe, dass die Quest in Lesnica jetzt nichts mit Wölfen zu tun hat. Oder Wildschweinen. Oder irgendwelchen anderen Getier. Ich hätte nämlich gern einfach ganz geschmeidig, aber wirklich ganz geschmeidig, blablabla, da lang. So. Ah, hier ist ein Lager. Ist hier jemand? Nö, hier ist keiner. Dann schauen wir uns das Lager schnell an. Mal schauen, was wir so aufsammeln. Also, hier hat jemand gelegen. Da liegt aber auch nichts rum außer Steine. Stein, 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 Stein. Oh, ein Bronzebolzen. Hier drin liegt eine Hose. Oh, da hat jemand seine Hose vergessen. Der ist dann nackig unterwegs. Nackig. Ein bisschen Brennholz. So. Wir gucken mal ins Was. Eine Bunthaube, eine Kappe. Sehr schön. Im Sack ist Verdorbenes. Das nehmen wir mit. In dem anderen Sack. Oh, dicke Lederhandschuhe. Einfaches Leinenhemd und einen Filzhut. Da müssen wir mal gucken, was wir uns da selber anziehen können. Und was? Da ist eine einfache Fackel. Die lassen wir da. Oh, da liegen Münzen und Schuhe. Schaut mal. Münzen. Ein flacher Strohhut. Jetzt pass mal auf. Hier, Stiefel. Zack. Ist sehr schön. Eieiei. Da ist ein Bankerl umgefallen. Da ist ein Knüppel.
Da kommt's Knüppeldicke. Da ist nichts mehr. Nicht, dass ich was sehe. Na, das bringt nichts. Das ist... Ja, ist ein bisschen schade. Aber ich würde sagen, da haben wir gute Ausbeute mitgenommen. Sehr schön. Top. Ein Riesenlager mit vielen guten Dingen. Da kommt unser... So, da la. Gut. Dann rauf aufs Hotelhü. Und es geht weiter. Halt, heiter weiter auf der Leiter. Wir wollten ja nach Lesnica. Eigentlich wollten wir hier weiter, ne? Ab durch die Mitte. Wir gucken mal, dass uns hier kein Wolf über den Weg läuft. Da mal durch. So. Sehr schön. Und weiter. Na, Rolnica, nicht Lesnica. Rolnica, oder? Lesnica. Nein, nein, passt schon. Lesnica. So. Gut, dann schauen wir mal, was Lesnica noch so zu bieten hat. Und dann geht es eh schon wieder in die Nacht. Da müssen wir uns dann mal drum kümmern, im Frühling noch Zwiebeln anzusetzen. Wir brauchen nämlich ein bisschen mehr Zwiebeln. Oh, hier sind Hasen. Und wo Hasen sind, sind meistens auch die bösen, bösen, bösen Buben. Da geht's hoch. Sehr schön. Schaut an, wir sind schon wieder da. So passt. Sehr schön, es wird dann gleich wieder dunkel. Wachsen die? Oh, hier hat man vielleicht eine Küche. Dann könnten wir noch das andere Quest auch abschließen. Ich glaube, hier oben haben wir auch eine Küche. Oh, ho, ho. So, weiter. Dann runter vom Hotelhü. Gucken wir mal. Ah, Theobald. Kann ich dir was helfen? Ich brauche Eisenerz. Ja, das haben wir dabei. Ich hoffe, dass du nicht zu sehr... Hier ist das Erz, das du wolltest. Tada! Wird gut. Hier, bald. Eisenmangel. Apropos Eisenmangel. Zeig mal deine Waren. Du kriegst jetzt von mir Weizenkorn. Blub, blub, blub. Oh, der hat noch 1000. Dem könnte ich noch ein bisschen was verkaufen, gell? Ein Wolgan zum Beispiel. Ein Wolgan. Eine Kappe. Oh. Nö. Ich denke, ich sage Lebewohl. Und wir gucken mal da kurz, wer sitzt denn da rum? Naja. Ist nicht so. Hast du den Bären, mein Gutste? Hast denn du Bären? Nee, gell? Ja, kein, habt ihr denn gar keine Küche hier? Grabungsschuppen? Nö, die haben gar keine Küche. Ja, da müssen wir noch Denika rüber. Ein Gutster. Aber ich würde sagen, wie sieht's denn aus? Also, wir haben Steuern haben wir keine mehr. Dynastie-Reputation fehlen uns noch 200. Also das heißt noch 3 Quests. Wir können eigentlich... Na, da können wir gucken. Wir haben 12.200. Wir haben also genug, um weiterzumachen. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt schon 18 Uhr. Ich rumpel Richtung Heimat. Genau. Und zu Hause werde ich dann alles herrichten, dass wir einmal diese Quest abschließen können. Und dass wir morgen wieder weiterbauen können mit unseren... ganz gemütlichen Steinwellen. Wir haben nämlich morgen noch einiges zu tun. Die Steinwelle möchte ich fertig machen. Eventuell kaufen wir uns dann sogar für unsere Pferdezucht noch was und verkaufen unseren Esel. So leid es mir tut und so gut wie er am Anfang war, Pferde sind halt einfach ein Stück besser. Genau. Dann würde ich sagen,
Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Haltet die Ohren steif, hat mich gefreut, dass ihr da wart. Und bis zur nächsten Folge Medieval Dynasty mit dem Fuchs. Bis dann. Ciao, ciao.